Wieder zurück in World of Warcraft Legion geht es weiter mit Alexiel und Flöckchen ist diesmal dabei, unser kleines Rehkitz. Und ich habe auch ein paar andere Pets mir noch rausgesucht, die auch so ein, ja, nur Level 1 bisher hatten und so. Und werdet ihr sehen, wenn ich jetzt so die nächsten Petkämpfe mache, wen ich da so am Start jetzt habe, die ich auch hochleveln könnte. Einfach so, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Jetzt sind wir hier am nächsten Mondbrunnen. Ich bin hier nach unten gegangen. Und ja, darum kümmern wir uns jetzt. Wir sollen das ja wieder auffüllen. Machen wir natürlich. Da ist er schon wieder, der Typ, der redet. In den letzten Wochen bemerkten die Bewohner Teldrassils unscharf gewordene Erinnerung, als würde die Zeit selbst sich einen Teil ihres Lebens nehmen. Als wir aus diesem Dunst erwachten, stellten wir fest, dass Fandral Hirschhaupt und viele seiner treuesten Diener ohne ein Wort verschwunden sind. An seiner Stelle erwachte Shando Sturmgrim jedoch aus seinem Traum und kehrte zu seiner geliebten Tyrande Whisperwind zurück. Und mit seiner Rückkehr kamen auch endlich Alexstrasza und Ysera, um Teldrassil zu guter Letzt ihren Segen zu geben. Obwohl ein Rest der Verderbnis verbleibt, der dringend gereinigt werden muss, scheinen die Äste Teldrassils selbst verändert. Neuer Wachstum, Niemand weiß, was als nächstes zu erwarten ist, doch nun, da Malfurion und Tyrande vereinigt sind, wagen die Kaldorei erneut zu helfen. Hoffnung auf dauernde Erlösung von dem Schatten, der so lange auf unserem Volk lag. Voll schnell der Text zum Vorlesen irgendwie, merke ich bei dem immer. Na gut, da geht er wieder dahin. Da hinten steht der, wo wir hin sollen. Das ist gut. Hier haben wir so eine Baumwächter, die hier die ganze Zeit sonst wen angreifen. Die wahrscheinlich, die helfen. Und ich glaube, wir müssen da jetzt auch hin und mitmachen. Hier haben wir einen kleinen Frosch. Es geht in den nächsten Petkampf. Wen haben wir hier? Wir haben Lilly. Lilly, eine grau-weiße Katze. Warum? Weil meine Katze auch Lilly ist und auch grau-weiß ist. Also, naja, eigentlich sieht sie natürlich ein bisschen anders aus, aber es war die einzige grau-weiße Katze, die ich hatte. Und die pushe ich gerade, weil ich dachte, komm, eine imaginäre Lilly zu meiner eigenen Katze, die muss es da auch geben. Ach, schön. Nur, dass Lilly tot ist. Toll. Ja, dann habe ich hier ein Saphir-Junges rausgeholt und einen Fipsunator. Der kommt jetzt. Der muss auch gepimpt werden. Das ist sozusagen die Battle-Version von Fips. Der Fipsunator. Ein mechanisches Eichhörnchen. Der kleine Frosch ist auch tot. Da ist der Fipsunator direkt auf Stufe 2 gegangen. Leider ist jetzt Lilly tot. Das geht natürlich gar nicht. Die beleben wir wieder. So. Die müsste jetzt eigentlich wieder da sein. Und jetzt gehen wir zu Tarandrella. Ella, Ella, es ist schön, euch wiederzusehen, Alexiel. Wie ich sehe, habt ihr erfolgreich das Wasser der Mondbrunnen für Korythras Mondzorn gesammelt. Ich hoffe, ihr habt währenddessen viel gelernt. Ich habe in der Tat auf meinem Weg hierher mit Korythras gesprochen und er hat mir das Wasser, das ihr gesammelt habt, zur Verfügung gestellt. Es könnte sich sehr wohl als noch nützlich erweisen, und zwar früher, als wir dachten. Merkwürdigerweise ist die wachsende Verderbnis, die wir verspürt haben, in Wahrheit ein gutes Zeichen. Teldrassil ist schon seit langer Zeit mit dieser Verunreinigung belastet und dank des Segens der Drachenaspekte tritt sie nun in eine Form ans Tageslicht, gegen die wir etwas ausrichten können. Ein neuer Quest, Elyns Rache. Während Teldrassil sich selbst von der Verderbnis reinigt, welche sein Wachstum all die Jahre entstellt hat, hat sich südlich von hier am Rand des Baumes eine bösartige Wucherung gebildet. Wir haben die Möglichkeit anzugreifen und die Quelle des Teufelsmooses, das die Knarzklauen, die Bäumlinge und alle anderen verdorben hat, zu säubern. Mit dem Wasser, das ihr in den Mondbrunnen gesammelt habt und der erneuten Kraft von Teldrassil selbst, kann ich euch eine kurze Zeit große Macht gewähren. Setzt der Verderbnis ein Ende, Alexiel. Nutzt die Macht, der Tarandrella euch gewährt hat, um euch zu Herz der Verderbnis durchzukämpfen und es zu zerstören. So, jetzt haben wir da so eine coole Powerkraft, die wir ja sonst nicht so hätten. Und jetzt kommt das, was ich halt gerade mir schon gedacht habe. Wir dürfen gegen die Viecher kämpfen. So. Jetzt powern wir hier mit dem Licht was hin. Und dann sterbt ihr. Weg mit euch. Wo kommen die Nächsten? Da sind die Nächsten. Sind auch voll viele. Voll betrieben und so. So. Tada. Tot. Ja. Da kommen die Nächsten. Ich glaube, wir müssen eher in die Ecke da vorne. Kein Problem. Wir gehen dahin, wo eine Menge los ist. So. Alle tot? Naja. Zumindest alle, die so hier so langsam ins Licht wandeln. Hallo, ihr könnt ruhig zu mir kommen.
Mister, ja, okay, dann. Dann geht dahin. Ich kann auch hier hin. Komm ruhig mit, dann mache ich euch alle gleich auf den Schlag fertig. So. Juhu. Wer ins Licht kommt, der hat Pech. Ihr wolltet das ja so. So, kommt mal alle her. Tüdelü. Kann ich schon? Hier kann ich. Ja. Hier sind schon wieder die nächsten. Mir passiert auch irgendwie komischerweise gar nichts. So. Dort. Da geht's aber nicht lang, glaube ich. Ich muss hier eher um die Ecke rum. Das sieht schon besser aus. Ja. Ja, irgendwie dauert es heute ein bisschen länger hier. Immer diese lustigen Pflanzen, die mithelfen. Weiß gar nicht, ob wir die alle immer platt machen müssen, weil wir könnten ja auch einfach die ignorieren. Und so. Gut, die kommen mit, aber ist ja nicht so schlimm. Na gut, wenn noch mehr kommen, dann lohnt es sich schon wieder. So, jetzt geht's aber weiter hier. Den Rest schaffen die ja wohl. Wir sind gleich da. Das ist gut. Hallo. So, hier sollen wir hin. Hier geht die Post ab. So. So, jetzt kommt der Megaschlag hier. Das findet der, glaube ich, auch gar nicht cool. So, jetzt endlich mal tot hier. Ja, geht doch. Wunderbar. Hat dem nicht so unbedingt gefallen. Mir schon. Ich finde das immer ganz witzig, so diese besonderen Quests, wo man dann auch so Fähigkeiten kriegt, die man sonst gar nicht hat. Wie schade ist. Warum eigentlich nicht? So, ich habe keine Lust, jetzt auch noch alle wieder zu töten. Wir laufen schnell mit Flöckchen zurück. Flöckchen! Das klingt immer wie so ein kleines Lämpchen-Flöckchen, ne? Schnell, wir müssen dahin, schnell. So. Wie die so springen, ist irgendwie auch lustig. Da kommen sie alle. Na toll. Wir laufen weiter. Damit wir nicht so einen ganzen Schwall hinter uns hernehmen. Gut, wenn wir den Großen hinkriegen, kriegen wir auch einen Haufen Kleiner hin, aber schnell weg. Weil wir wollen uns ja auch ein wenig zumindest ranhalten mit dem Leveln. Sind wir jetzt eigentlich? Wir sind schon Stufe 13, das ist sehr gut. Mit Stufe 14 oder 16 oder so können wir Instanzen machen. Ich hatte auch den Vorschlag bekommen, ob es eine witzige Idee wäre, einfach zu sagen, was heißt witzig, aber eine Idee wäre, so alle 10 Parts oder so eine Instanz zu machen, aber gibt es Ärger? Das weiß ich noch nicht. Illyns Rache, Illyn sei gepriesen. Alles, worauf ich gestoßen bin, deutet darauf hin, dass die Verderbnis tief in Teldras, die selbst vergraben liegt. Ich hatte schon befürchtet, wir würden die Quelle niemals angreifen können, ohne den Weltenbaum dabei zu töten. Ich bin so dankbar, dass ich falsch lag. Diese günstige Wendung des Schicksals haben mir Malfurion zu verdanken. Vielleicht werde ich ihn aufsuchen, bevor ich wieder
in die Wildnis aufbreche. Vielen Dank, Alexei. Danke für alles, was ihr getan habt. Sicherlich werdet ihr eines Tages eine große Heldin sein. Oh ja. Wahrscheinlich. Unsere Arbeit ist hier fürs Erste getan. Dieses Wasser hat sich als sehr bedeutsam herausgestellt, doch war es ursprünglich nicht für mich bestimmt. Geht nur und bringt es zu Kuritras an der Wegkreuzung. Ich bin mir sicher, er möchte gern, dass ihr es an seinen eigentlichen Bestimmungsort bringt. Sie hat es einfach mal genommen, so. Ich nehme das mal. Ich leih mir das mal eben aus, das besondere Zauberwasser. Uhu! Mondkraft. Yeah. Ach, das war ja gar nicht mein Wasser. Sorry. So, Lilly. Hoffentlich stirbst du nicht wieder. Wegen so einem blöden Frosch, der sich immer selber heilt. Kann ja wohl nicht wahr sein. Vielleicht ist Lilly auch einfach nicht die Richtige dafür. Nehmen wir doch mal unser cooles Saphir-Junges. Den ich finde, der auch irgendwie cool aussieht. Den habe ich mal bekommen. Irgendwo. Ich weiß nicht mehr wo. Irgendwo gewonnen halt. Ja, so einen Frosch möchte ich nicht so gerne, aber das Saphir-Junge schlägt sich bisher ganz gut. Wenn das Vieh sich nicht immer heilen würde. Och, Mano. Ja, wunderbar. Muss er sich jetzt wieder heilen? Erstmal greifen wir weiter an. Du überlebst, Saphir-Junges. Ja, wir haben es geschafft, ganz knapp. Wuhu. Unser Saphir-Junges hat gewonnen. Wieder mal ein anderes Pet. Ja, dafür lohnen sich die Instanzen, die noch kommen werden, wo man mit anderen Spielern zusammen bisschen Storyline, bisschen mehr Bosskampf und vor allem halt überwiegend nicht alleine arbeitet, sondern eigentlich immer mit anderen. Wenn man stärker ist, ist das natürlich völlig egal. Dann kann man sowas auch alleine machen. Aber in unserem Falle werden wir darauf angewiesen sein, dass andere uns helfen. Mal abgesehen davon, dass es halt auch Spaß macht. Und ich auch noch nicht so lange spiele. Also es gibt auch immer noch Instanzen, glaube ich, die ich halt nicht kenne. Von daher... Oder halt auch nicht so oft gespielt habe und so. Da bin ich schon dann froh, wenn da erfahrene Spieler dabei sind. So, ja, Lilly, die Eule, die machst du nochmal, ne? Schaffst du. Wir gehen dann schon mal vor. Jetzt aber, komm. Ja, das ging unter die Gürtellinie der Eule. Schön, mit so einem Aggressive-Dingsbums. Aber erst ein... Zwei Runden wieder machbar. Von daher schlagen wir uns weiter so durch. Komm, ein letzter Powerschlag. Juhu! Cool. Schön. Wir wandern zurück und dann geht's Richtung Westen. Und dann haben wir hier das Gebiet ja auch langsam mal so ein bisschen abgegrast. Ich bin schon... Ja, tschüss, ne? Ich bin auch schon sehr gespannt auf weitere Gebiete. Vor allem für euch, dass man halt nicht nur so an einem Ort rumgammelt. Ich hoffe, es ist für euch jetzt nicht zu langweilig im Moment oder so. Aber ich freue mich immer über positive Rückmeldungen. Das ist schön. Hallo, jetzt greift die Katze doch an, oder was? Es ist schön, euch wiederzusehen. Ich spüre, dass Tarindrellas Aufgabe mit euch an ihrer Stelle reibungslos verlaufen ist. Ja, danke, dass ihr so schnell zu mir zurückgekehrt seid. Ich muss euch nur um einen letzten Dienst bitten. Wollen wir? Ja, klar. Ja, 2682 Erfahrungspunkte. Es war zweifellos eine große Ehre, euch kennengelernt zu haben. Ihr seid der lebende Beweis dafür, wie nobel euer Volk ist. Geht jetzt und beendet diese letzte Aufgabe. Bringt das Wasser zu Tyrande Wisperwind in Danassus. Ja, okay... Ja, wir müssen sowieso in die Richtung. Das ist schön. Das ist gut. Dann haben wir das endlich gemacht. Hallo, uralter Beschützer. Hallo, ich stehe hier so rum. So, dann gehen wir hier durch das coole Tor. Moortor. Flöckchen, komm. Mäh. Entdeckt Danassus. So, endlich kommen wir in eine etwas größere Stadt. Das ist doch schön. Dann sind wir nicht mehr so am Waldrand nur, sondern haben auch mal was zu entdecken. Das ist schön.
Die lasse ich jetzt mal da alle stehen, die Leute. Ja. Gut. Entdeckt die Terrasse der Krieger. Ich bin geehrt. Hallo. Oh, hier kann man sich, glaube ich, in der Stadt auch schon... Haben wir hier ein leeren Lager? Gibt es das hier schon? Nee, können wir nicht. Wir können uns optisch leider noch nicht hier ändern. Das war jetzt jemand mit dem Symbol, wenn man draufklickt, dann hat man so eine Art Information, wo hier was ist. Man kann halt sagen, ah, ich suche einen Stallmeister und dann sagen die, wo man den findet. Findet man dann hier auf der Karte einen roten Punkt und weiß dann direkt, aha, alles klar, dahin. Man halt hier nicht ewig durch irgendwelche Gegenden spaziert, wo man noch nie war und sich nicht auskennt. Sehr schön hier. Die Frage der Fragen wieder mal, wo muss ich lang? Ich glaube, wir sind aber auf dem richtigen Weg. Da ist wieder so ein doofer Frosch, den will ich jetzt nicht. Ich finde, Frösche-Kämpfe dauern immer irgendwie viel länger als die anderen. So, da vorne geht's hin. Da ist auch ein neuer Quest direkt. Mystische Magier des Dunkelmond-Jahrmarkts. Ach so. Es gibt hier manchmal Jahrmarkt-Saison. Ich wusste gar nicht, dass wieder Jahrmarkt ist. Der Dunkelmond-Jahrmarkt ist jetzt eröffnet. Für ein kleines Honorar kann ich euch zum Jahrmarktplatz teleportieren. Möchtet ihr noch hin? Kann man machen. Machen wir jetzt aber mal nicht. Lasst uns mal nicht ablenken, sondern gehen zum nächsten Quest. Sonst hätte ich es gemacht. Schwester Aquinen. Was führt euch hierher? Wie kann ich euch helfen? So. Etwas für mich? Wer das wohl geschickt hat? So, bitteschön. Das ist wundervoll. Genau das Richtige, um mich während meiner Studien im Tempel des Mondes an mein Zuhause zu erinnern. Ich werde eins der Rezepte heute Abend ausprobieren. Ich kann es kaum abwarten. Würdet ihr dieses kurze Dankesnachricht zu Nyoma zurückbringen? Ihr könnt ein Hippogryphen zurück nach Dolana mieten. Besucht einfach unseren Hippogryphenmeisterin Leora, wenn ihr zum Abflug bereit seid. Sie wird euch mit einem Rückflug nach Dolana helfen. Alles klar. Das ist gut, dann müssen wir nicht laufen. Das ist sehr, sehr freundlich. Und ich denke, das ist auch ganz gut. Hier haben wir einen Rüstmeister. Können wir, der Kram muss mal auch verkauft werden, den wir haben. Hier sieht man einen Wappenrock, den wir aber... Ja, schön, dass ich jetzt hier meine GeForce-Kracke angemacht habe. Hier haben wir einen Wappenrock. Aber da ist schon vorlagemäßig, haben wir schon alles und von daher brauche ich den auch gar nicht kaufen. Nein, den habe ich schon. Und hier habe ich zum Beispiel eine Vorlage, die ich noch nicht habe. Also diesen Umhang habe ich noch nicht. Das steht dann hier, ich habe die Vorlage noch nicht. Und aus diesen Outfits, egal wie, wo, kann man sich halt, die Bestie in den Schatten könnte eure Rettung sein. Kann man sich halt später Outfits machen, ne? Also egal wie wir aussehen. Wollen. Ich schnudal dir. So, ein unerwartetes Geschenk, niedrigstufig. Seid ihr bereit, nach Dolana zurückzugehen? Braucht ihr ein Flugzeug nach Dolana? Quest beenden. Euch ein Flugzeug nach Dolana zu besorgen, wird einfach sein. Da ihr Fidelio und Dolana bereits kennt, könnt ihr ohne Probleme dorthin zurückfliegen. Immer, wenn ihr in einer neuen Stadt ankommt, solltet ihr daran denken, mit dem Flugmeister zu sprechen, damit ihr zu und von diesem neuen Ort fliegen könnt. Sprecht mit mir, wenn ihr bereit seid, ein Hippogryphen für den Rückflug nach Dolana zu mieten. Geht in Frieden. Ja. Also, hier haben wir jetzt eine Karte. Das ist unsere Flugmeisterin. Das sind die Flugpunkte, die wir schon haben. Also die Orte, an denen wir tatsächlich schon waren. Oder teilweise gibt es auch Flugpunkte, wo wir noch nicht waren. Aber es ist nur am Anfang so. Später mögen euch die Sterne gibt es zwar auch hier und da natürlich Flugpunkte, die vorhanden sind. Diese Hauptflugpunkte, aber halt alle nebengängigen, sag ich jetzt mal. Wie zum Beispiel hier die komplette Karte muss halt noch abgelaufen werden. Und da werden wir dann nach und nach Flugpunkte noch sammeln. Das ist aber halt nur eine Insel und es gibt mehrere. Die Welt ist groß in World of Warcraft, sehr groß. Und ich bin wie immer orientierungslos. Ich würde sagen, wir machen das jetzt direkt mal mit Dolana. Hier ist die Dunkelküste, Mondlichtung, Teldrassil. Und dann gehen wir jetzt erstmal zurück. Und fliegen.
warum auch immer es gerade ein bisschen ruckelt, ist es trotzdem schön, dass wir gerade fliegen und fliegen können und am Anfang oder beziehungsweise hier in diesen Gebieten oder der Insel oder wie auch immer, kann man halt, wie gesagt, das Fliegen auch lernen. Später, legionsmäßig, wo ich mich mit der Blutelfe aufhalte, kann ich nicht fliegen. Da kann man nur reiten. Fliegen erleichtert aber so einiges, vor allem wenn man wie wir hier rumeiern. Und ich glaube, es ruckelt, weil ich da mit meiner GeForce-Grafikkarte irgendwas gemacht habe. Das ist nicht schön. Ich mache das mal hier nebenbei aus. So, es sollte dann jetzt nicht mehr ruckeln. Tut mir leid dafür. Jetzt sind wir wieder hier bei Fidelio. Hallo Fidelio. Wir können mit ihm also wieder zurück, wenn wir wollten. Wollen wir aber nicht. Wir wollen ja jetzt den Quest abgeben. Und hier haben wir zum Beispiel auch eine Kampfhaustiertrainerin. Und, ja, wir können aber bei ihr auch nichts fangen und nichts. Wir können irgendwas eintauschen. Habe ich aber nicht. So eine, Steine oder was auch immer da man braucht. Ich glaube, die gewinnt man bestimmt auch bei Haustierkämpfen, aber soweit bin ich noch nicht. Also damit habe ich mich noch nicht so auseinandergesetzt. Ich habe zwar schon durch Quests hier und da Kampfhaustierkämpfe gemacht, aber wie ihr wisst, sind meine Haustiere noch gar nicht so weit. Also hier Stufe 10 und so ist ja nichts. Und dementsprechend müssen wir noch ein bisschen leveln, um ein bisschen mehr zu machen. Hier, Kochbedarf, Nyoma. Willkommen in Dolanar-Jägerin. Sagt mir Bescheid, falls ihr Rezepte und Grundzutaten benötigt. Alexia, ihr seid aus Danassus zurück? Ja. Es klingt, als hätte es ihr sehr gefallen. Danke, dass ihr das Buch zur Schwester Aquin gebracht habt. Alexia, irgendwann bald werde ich ihre Einladung annehmen und sie in Danassus besuchen. Ja, ja, mach sie eh nicht. Sagen sie alle und dann machen die jetzt gar nicht. So, wir könnten auch Kochlehrling werden. Da habe ich aber so gar keine Lust drauf. Zu kochen und so. Und dann muss man... ja, Rezepte machen und für die Rezepte Sachen sammeln und da bin ich tatsächlich eher so der Archäologie-Typ mit Ausgrabung, weil man dann wenigstens irgendwas ausgräbt, wo man nicht weiß, wo und was und entdeckt wenigstens noch ein bisschen die Ortschaften und gut, das tut man natürlich dann auch, wenn man Sachen wiederum braucht, aber ihr wisst, was ich meine. So, eigentlich brauche ich gar nicht so weit zurücklaufen, das meine ich mit orientierungslos. Ich gehe wieder zum Flugmeister, wir sehen uns im nächsten Part. Von World of Warcraft. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns, beziehungsweise hören uns im nächsten Part. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und mir einen Daumen hoch hinterlasst, falls es euch gefallen hat. Bis dann!